wunderschönen Hallo. Sagt man zwar so nicht, aber egal. Ich begrüße euch recht herzlich zurück bei der nächsten Folge Traveler's Rest. Achso, wir machen erstmal ganz kurz. Lager. Lager. Müll. Müll. Schweinefleisch. Wir haben echt noch sehr viel Essen. Das freut mich. Getreidebrei. Kommt dahin. Also wir haben immer noch sehr viel Auswahl. So, wir gucken erstmal, ob... Okay, ist erstmal alles da. Super. Geh rein. Danke. So, Bierdeckel. Machen wir die Runden? Machen wir die Runden. Style? Oh, oh ja. Passt. Style. Passt. Style. Würde ich sagen, ist okay, ne? Kann man so machen. Bauchmenü raus. Also, wir müssen produzieren. Mild Age, ja. Wie viel haben wir denn davon eigentlich noch? Gas, also wir haben jeweils eins übrig. Also wir können doch noch locker einen brauen. Ich habe kein Fass. Stimmt. That is correct. Aber wir können jetzt mal die Suppe herstellen. Wie gesagt, aus Chilis und aus Hühnerfleisch. Und Mais können wir meinetwegen auch noch reinschmeißen. So, machen wir eine schöne Suppe. Weizenmehl, Gerstenmehl, Roggenmehl. Wie gesagt, ich weiß nicht für was. Aber wir können erstmal hier ein bisschen was machen. So, Hopfen. Kräuter können wir anbauen. Wurzelmüse. Äpfel und Birnen. Ich würde tatsächlich mal aufs Gemüse gehen. Karotten, Kartoffeln, Knoblauch. Oh mein Gott. Absolut. Alter, was kann ich denn alles anbauen? So, dann machen wir auf jeden Fall mal eine Tasse Tee. Obwohl, Brot. Brot wäre auch nicht schlecht. Wurst. Eintopf. Wir machen mal Brot. So, ich glaube, dann weiß ich auch, für was ich das hier brauche, ne? Oh mein Gott, das ist so viel. Was haben wir denn noch? Ja, wir können natürlich auch hier nochmal ein bisschen Pale und sowas machen. Porter. Dunkle Gerstenmalzwürze. Helles Gerstenmalz. Mild Ale Würze. Mild Ale Würze. Pale Ale. Machen wir Porter. Kann ich das mir leisten? Ja. Dunkles Gerstenmalz. Hier ist es. Oh, jetzt muss man sich doch mal langsam einen Plan machen. Was man denn so haben möchte. So, wir gucken erstmal ganz kurz. Ich kann jetzt neue Sachen kaufen. Hör mir auf! Super! Wir nehmen... Achtmal Zwiebeln, achtmal Kartoffeln. Wir müssen unser Feld erweitern. We need... Ah, das geht's nicht? Ja, das geht... Das geht's nicht. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, was ich hier mache. Mal eins freizulassen. Wahrscheinlich macht es irgendwann Sinn, komplett durchgehend das zu setzen. Aber ist egal. So. Da ist schon mal die Elegant Kürze. Die braucht nur noch für unseren neuen Tisch. Ne, warte mal. Erstmal die wegmachen. Obwohl, die kann hier oben wieder hin. Und
Und diese hier bitte hier hin. Merci. Auch unbedingt angestellt. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube ja. Also, wir produzieren neues Bier. Das ist übrigens sehr schön. Ist hier der Müll weg? Tatsächlich, der Müll geht weg. Das ist geil. Das finde ich ja sehr schau. So, ich muss eigentlich nur ein bisschen Kohle farmen. Ach, ich weiß nicht, ob ich den Rest wirklich brauche. Und wir gucken mal ans Brett jetzt, ob wir jetzt Missionen machen können. Ich glaube, ab Level 3 ging das ja. So, Brett. Bestellung ist noch nicht da, wa? Nee. Suppe müsste aber fertig sein. Bestellungen ab Stufe 4. Verdammt. Personal ab Stufe 6. Kalender ist immer noch unwichtig, weil es nichts gibt. Und Taverne kann ich immer noch nicht ausbauen. Also, ich muss nochmal eine Woche warten. Eine Woche, eine Stufe warten. Aber es geht sehr schnell, muss ich zugeben. So, supi. Machen wir gleich nochmal. Chili, Hühner, Mais. Ab damit. Düpp, düpp, düpp. Wo ist die Musik hin? Supi, hier. Ich sortiere neue. Hergestellt in Öven. Verkaufen. 2,9. Sehr geil. Wow, okay, das lohnt sich dann doch. Das hier ist auch schon ein Unterschied, ne? Rohes Hühnchen. Ach du Scheiße, ja. Ich sollte vielleicht das gebratene Hühnchen nehmen und nicht das rohe Hühnchen. Mmh. Ah ja. Gut. Mmh. Also ich wüsste nicht, ob ich es essen würde. Wahrscheinlich eher nicht. Roh ist nicht gut. So, wir gucken nochmal ganz kurz durch. Also, das haben wir alles. Ich weiß übrigens nicht, braucht was? Dieser Kohlestapel, was macht der? Brennstoffkosten im Bereich. Okay, verstehe ich nicht. Feuerholzstapel. Lagere hier dein Feuerholz. Extra Feuerholz im Werkbereich. Okay. Sehe ich mich auch nicht. Eine kleine Kiste würde ich tatsächlich gerne bauen. Kleines Holzfenster. Dieses Kohlebecken müsste ich... Das machen wir nochmal. Damit der Ofen da auch auf der anderen Seite was hat. So, hier war nur Fackeln, ne? Das war ja richtig läppsch. Ja gut, und hier kann ich eh nur schmelzen. Schmelzen! So. Ist denn meine Bestellung mittlerweile mal da? Immer noch nicht. Kann ich diese Kiste übrigens versetzen? Nein, das geht nicht. Ach, die würde ich gerne ein Stück, also einen Quadranten nach rechts setzen. Und den Briefkasten würde ich auch eins nach hinten setzen. Was kann ich beides nicht? Weil ich es nicht kann. Kommt, Bobsitz! Kommt hinterher! Fliegt mir nach! Danke! XP. Rezeptebuch. Ach, hier ist übrigens Weizenbrot. Brothefe. Gerstenbrot. Brothefe. 20 Dinger draus. Thymian. Ach, hier. Oh, was? Das ist aber teuer. Das war nicht so billig. Wie viel Kohle haben wir noch? 15. Geh nochmal kurz ein bisschen Kohle farmen. Kurz Wasser auffüllen. Wasser könnte man sowieso immer auffüllen. So, einfach nur, dass wir Kohle haben. Obwohl ich es eigentlich, naja, nicht wirklich brauche gerade. Hallo Menschen! Ach, hier. Ach ne, ist Eisen. Eisen haben wir genug, ne? Ja, wir haben jeweils 10 Brocken noch. Brocken. Kann ich mit euch eigentlich reden? Ne, ihr existiert gar nicht. Na komm, weißer Bobsel. Okay.
leuchtet hell. Okay, keine Ahnung, worum es jetzt geht. Miss... Oh. Doch, müsste eine Stufe sein. Also eine Höhe, nicht eine Stufe. Okay, so, weiter geht's. Ich muss unbedingt mehr Fässer produzieren. Also dunkles, jetzt kann ich dunkles Gerstenmalz Würze. Kein Deutsch, egal. Herstellen. 20 Suppen? Alter, die Suppen gehen aber auch ab. Roggenmehl. Ich mach nochmal Suppen. Wie gesagt, rohes Hühnchen, naja. Warte mal, ich mach mal erstmal kurz gebratenes Hühnchen draus. Ich will mal gucken, ob ich aus dem gebratenen Hühnchen, ich hätte es natürlich auch testen können mit dem, was ich schon habe, ob ich das auch in die Suppe packen kann oder ob das wirklich roh sein muss. Ich finde rohes Hühnchen irgendwie ein bisschen bedenklich. Sehr gut. So. Neue Samen. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich jetzt angebaut habe. Egal. Fertig. So, produzieren muss ich gerade nichts. Achso, doch, ich will noch ein Fass machen. So, wir machen das hier bitte auch nach oben. 10 Holz, 2 Scharniere, 10 Nägel. 10 Holz. 2 Scharniere. 10 Nägel. Damit ich das dunkle Pale kriege, da muss ich leider meine Auswahl doch noch mal ein bisschen ändern. Mann, nicht genug Brennstoff. Tja, mach ich gleich noch eins? Ja. Wir machen einfach gleich zwei Fässer. Na, jetzt. Okay, also die Fassproduktion ist ja schnell. Hölzerner Krug. Ja, vielleicht machen wir heute einfach auch mal einen ruhigen Tag und machen gar nichts. Apropos ruhiger Tag. Ich habe ja noch ein paar Bobsels. Einfache Kupferarbeiten. Einfache Metallarbeiten. Was ist das hier eigentlich? Einfacher Tischlernwerk. Groß. Ach, hier kann ich die großen Sachen machen. Große Kiste, großes Regal. Auch nicht schlecht. Aber ich hätte tatsächlich Mörtel und Öfen. Niedriger Tisch, Schrank. Mühle. Metallener Krug. Wir machen Mörtel und Öfen. So. Haben wir einiges gemacht, ne? Oh, super. Gibt mir noch gar nichts. Wie war ich jetzt? Ein, das ist ein zu wenig. So, hier kann ich immer noch nur einen Amboss her. Ich habe kein Eisen mehr. Scharniere? Okay, ist auch gar nichts dazu gekommen. Super. Ich habe wirklich kein Eisen mehr. Scheiße. Dann müssen wir nochmal Eisen schlagen gehen. Ja, wie gesagt, vielleicht machen wir heute mal einen ruhigen Tag. Also ohne, dass wir die Taverne öffnen. Also Geld haben wir ja noch ein bisschen. Machen wir heute mal. Ich weiß gar nicht, welcher Tag ist. Mittwoch? Mittwoch ist Ruhetag. Kennt man ja. Man muss ja auch nicht jeden Tag öffnen, ne? Man muss ja auch nicht. Meine Stimme. Hatte ich nicht noch mehr bestellt? Ach, die Brothefe. Genau, jetzt kann ich auch noch Brot machen. Brot für die Welt. So. Das ist erstmal das erste Fass, ne? Dann machen wir... Große Kiste. Ach, die würde mich auch interessieren. Eimer, ja, gut. Kohlebecken. Vogelhaus. Es fungiert als Nest für Vögel. Sollte ich mal machen. Ich glaube nämlich, dass ich dann Eier kriege. Wir machen mal ein Vogelhaus.
Das ist jetzt das erste, was ich mache. Vogelhaus und dann der Rest kann irgendwann mal sein. So, ich habe vergessen, wie viel Holz ich brauche. Ich glaube 20, ne? Oh, ich habe kein Holz mehr. Oh, ich glaube, ich werde auch irgendwann mal Holz, also Samen kaufen müssen. So, wir machen ja eine Schneise rein. Oh, nicht ein Zeppling. Wow, wirklich kein einziger Zeppling. So, wo ist es denn? Mann, ey. Oh, schade. Haben schon zu viel gemacht. Mann, warum denn Brennstoff? Für was brauche ich denn eigentlich Brennstoff am Amboss? Also, die Verbindung sehe ich irgendwie nicht. Also, dass ich hierfür Brennstoff brauche, alles gut. Kann ich eigentlich auch 10 machen? Nee. Kann ich hier jetzt was Neues machen? Ich glaube auch nicht, ne? Ahaha. Ofen! Aufgeheizt und bereit zum Kochen. Alter Schwede, kostet 5 Gold. Geil. Also ich muss wirklich sagen, dieses Spiel ist schon geil. Also, da kommt wirklich so ein bisschen Graveyard Keeper Feeling auf. Stardew Valley sehe ich jetzt persönlich da drin nicht, aber Graveyard Keeper, damit kann ich mich auf jeden Fall identifizieren hier. So, einmal machen wir noch. Wie viele Nägel haben wir? Wir haben... Ja, jetzt haben wir dann genug fürs Vögelhäuschen. Vogelhäuschen. Vögelhäuschen. Sorry. Vogel! Kann ich echt mehr machen? Feuerblitz. So, nicht Fass, sondern Vogelhaus. So, 17 Uhr. Ich mache die Kneipe heute wirklich nicht auf. Ich sortiere mich erstmal. Muss mal ein paar neue Rezepte ausprobieren. So, super. Ich kann wirklich nicht das... Ah, das ist ja ärgerlich. Ich kann wirklich nur rohes Hühnchen da reinschmeißen. So, danke. So, ich hätte gern Porterbier. Ja, ohne alles. So, dann muss ich hier vorne doch leider umstecken. Lager? Dann holen wir das hier raus. Das kommt raus. Das kommt raus. Oh, ich muss mich unbedingt sortieren. Ich brauche ganz dringend... Ich muss mein Inventar mal ein bisschen leer machen. Ich hätte nicht gedacht, dass das noch passiert in diesem Spiel. Kann ich dieses Fass woanders hinstellen? Super. Ach so, das ist nur Deko. Scheiße. Ich brauche eine Kiste. Ich muss eine Kiste machen. Vogelhaus. Ich hab keine Ahnung. Was hier hin? Kann ich da irgendwas machen? Was kostet mich denn so eine Kiste? Ne, Kohlestab. Was ist das denn? Achso, Werkbank. Braufass. Regal. Ist das Dekoration? Viel Platz für viele Dinge. Ne, ich brauche tatsächlich so eine Kiste. Mir reicht doch erstmal eine kleine hier. Boah. Lagere deine großen Schätze. Mal ganz kurz. Ich habe ja hier eine Kiste. Die braucht doch kein Mensch hier. Also ich brauche sie zumindest nicht. So.
Sehr gut. Hier kann ich nämlich erstmal alles reinschmeißen. Wobei, ich brauch's nicht sortieren. Scheißegal. Holz geht raus. Eisenblech geht raus. Eisenbarren gehen raus. Steine, Ditte und Ditte. Kohle brauchen wir. Und der Rest ist okay. Nichtsdestotrotz brauche ich trotzdem irgendwann eine weitere Kiste. So, Chicken. Suppe. Das muss ich jetzt trotzdem sortieren. Rindfleisch. Okay, das ganze Wasser kommt mal hier hin. Das sind Sachen, die ich verarbeitet habe. So, hier haben wir die ganzen anderen Sachen. Hier oben kommen rohe Zutaten hin, die ich auch noch verarbeiten kann. Das ist alles braun und das ist die ganze Hefe. Wobei, das müsste eigentlich auch hier rüber. So, so kann ich es mir doch vorstellen. So, gut. Jetzt war es schon 19.10 Uhr. Ich glaube, es macht wirklich heute wenig Sinn, noch die Kneipe aufzumachen, oder? So, ich probiere mal ein Brot. Also, wir fangen mal mit Weizenbrot an. Das heißt, wir müssen erstmal Weizenmehl, obwohl wir machen Gerste, ist egal. Wie schnell geht das? Das geht gar nicht schnell, super. Dann können wir nochmal Suppe herstellen. Oder wenn man gebratenes Schwein, dann mal Suppe. Ja, mit rohem Huhn. Ist auch eh die letzte Suppe dann. So, wir stellen nochmal dunkles Gerstenmalz her. Weil Mild Ale Würze haben wir zweimal. Habe ich denn noch ein Fass? Nee. Achso, weil es gerade gebraut wird. Okay. Ich muss trotzdem ein Fass mehr mir holen. Also, nicht holen, sondern ich muss es herstellen. So viel Wasser verbraucht? Gut, meine Damen und Herren, dann... Ja, wie gesagt, jetzt um 20 Uhr die Kneipe zu öffnen, weiß ich nicht, macht irgendwie für mich wenig Sinn. Die Suppe kann man da wegschmeißen. Kann ich eigentlich da auftreten? Ja, gut, 60 Suppen. Also Essen haben wir. Kann ich eigentlich das rohe Essen hier reinschmeißen? Nein. So, das können wir noch verarbeiten. Dann brauchen wir eigentlich nur noch... Ja, müssen wir eigentlich nur noch warten. Also die Suppe ist jetzt eh nochmal fertig. Da kann ich noch was Neues reinmachen. Brot müssen wir warten. Suppe. Ne, da machen wir jetzt Schweinefleisch nochmal. Da. Mit Mais und Chili. Das kann durchbrutzeln. Das brutzelt durch. Übrigens, die Suppen machen tatsächlich deutlich mehr Sinn, weil einfach 20 davon hergestellt werden. Ich kann auch tatsächlich abbrechen. Mache ich doch lieber Suppe. Weil, wie gesagt, ich kriege einfach 20 Suppen, obwohl... Scheiße. Machen wir es so. So, das läuft, das läuft. Das muss durch. Also, das hier muss durch, damit wir es hier reinschmeißen können. Das dauert auch ewig. Und das Weizenmehl ist dann morgen auch fertig. Gut, meine Damen und Herren. Wir gehen schlafen. Und... die Folge beenden. Ich sage herzlichen Dank. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ist auch geil. Zur nächsten Folge von... wird hergestellt. Traveler's Rest. Und dann werden wir auch die Kneipe wieder eröffnen und uns ein neues... ja, das neue Bier mal angucken, wie das im Verkauf aussieht. Ich freue mich drauf und sage Tschüssi. Bis spätestens morgen. Haut rein.